Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Ablauf eines Mandates in der Advokatur und Notariat Klug. Um Ihnen den Ablauf eines Mandates bei uns so einfach wie möglich zu erklären, habe ich das Ganze in drei Zwischenschritte unterteilt. Erstens die Annahme des Mandates. Zweitens die Bearbeitung des Mandates und drittens die Zeit nach der Bearbeitung des Mandates. Kommen wir nun also zum ersten Schritt, der Annahme des Mandates. Bei der Annahme des Mandates geht es eigentlich einfach mal um eine erste Kontaktaufnahme zwischen Ihnen und unserer Kanzlei. Diese erste Kontaktaufnahme kann entweder telefonisch oder auch via E-Mail erfolgen. Hier können Sie uns Ihren Sachverhalt mal kurz schildern. Für uns von der Kanzlei ist vor allem wichtig herauszufinden, ob wir das Mandat überhaupt übernehmen können oder nicht. Hat Ihr Anliegen beispielsweise eine Frist, die sehr zeitnah abläuft, so ist es für uns wichtig, da schnell reagieren zu können und diese Frist dann entweder verlängern oder auch warten zu können. Es kann natürlich auch sein, dass sich Ihr Anliegen nicht mit unserem Dienstleistungsangebot deckt. Zum Beispiel haben Sie etwas mit Strafrecht. In diesem Fall werden wir Sie auf einen Kollegen verweisen, der auf diese Angelegenheit spezialisiert ist. Können wir Ihr Mandat aber übernehmen, kämen wir nun zum nächsten Schritt. Das Zusenden des detaillierten Sachverhaltes sowie allfälliger Unterlagen per E-Mail. Allfällige Unterlagen können beispielsweise sein, Verträge oder andere Beweismittel. Mit dieser E-Mail können Sie uns ebenfalls die Angaben Ihrer Rechtsschutzversicherung zukommen lassen. Das heißt Ihre Policenummer, der Name und Standort der Rechtsschutzversicherung sowie der allfällige Ansprechpartner. Nachdem Sie uns diese Angaben gesendet haben, werden wir für Sie kostenlos abklären, ob Ihre Rechtsschutzversicherung einen Teil der Kosten übernimmt oder nicht. Diese Abklärung mit der Rechtsschutzversicherung ist, wie bereits erwähnt, ein kostenloser Service unserer Kanzlei. Nach der Abklärung mit der Rechtsschutzversicherung werden wir Ihnen dann eine Akkontorechnung zukommen lassen. Akkontorechnung bedeutet eigentlich nichts anderes als Vorauszahlung. Diese Art der Abrechnung ist für Anwälte und Notare im Kanton St. Gallen so üblich. Nachdem wir dann gesehen haben, dass die Zahlung der Akkontorechnung auf unser Konto eingegangen ist, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden, um einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren. Kommen wir also zum zweiten Schritt, der Bearbeitung des Mandates. Bei der Bearbeitung des Mandates geht es von unserer Seite aus um die Erbringung der Dienstleistung. Das heißt, die Beglaubigung der Unterschrift auf Ihrem Dokument, eine Rechtsberatung der V-Rechtsanwältin Klug oder auch eine Beurkundung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass während dieser Zeit vor allem die gegenseitige Kommunikation den Schlüssel zum Erfolg bildet. Für uns ist wichtig, dass Sie uns jederzeit neue Angaben oder Neuigkeiten, die das Mandat betreffen, zukommen lassen, um das Mandat so effektiv wie möglich bearbeiten zu können. Von uns hingegen können Sie erwarten, dass wir Sie jederzeit über Neuigkeiten in Ihrem Mandat informieren, Sie auf dem Laufenden halten und das Vorgehen jeweils individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst mit Ihnen besprechen. Während dieser Zeit kann es natürlich vor allem bei länger andauernden Mandaten sein, dass neue Kosten entstehen. Diese werden wir Ihnen dann jeweils in kleineren Beträgen mit Zwischenabrechnungen in Rechnung stellen, damit Sie nicht den ganzen Betrag am Schluss des Mandates auf einen Schlag bezahlen müssen. Kommen wir also zum letzten Schritt, die Zeit nach der Bearbeitung des Mandates. Grundsätzlich ist es so, dass wir Ihre Mandate 10 Jahre sowie Beglaubigungen und Beurkundungen unendlich lange aufbewahren. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie nach einiger Zeit wieder Zugriff auf diese Informationen brauchen, beispielsweise für eine Stellungnahme. In diesem Fall können Sie uns einfach ganz normal telefonisch oder auch via Mail kontaktieren, um dann das weitere Vorgehen zu besprechen. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Beim ersten Schritt der Annahme des Mandates geht es um eine erste Kontaktaufnahme, das Schildern des Sachverhaltes, die Abklärung mit der Rechtsschutzversicherung, das Ausmachen eines Termines, sowie das Zahlen der Rechnung. Beim zweiten Schritt der Bearbeitung geht es von unserer Seite aus
um die Dienstleistung und um die gegenseitige Kommunikation. Im letzten Schritt der Zeit nach der Bearbeitung des Mandates werden wir das Mandat für Sie aufheben und Sie können auf uns zukommen, falls wir Zugriff darauf brauchen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video das Vorgehen oder den Ablauf eines Mandates bei uns erklären.